Libertas Haus. Hallo, hier bin ich wieder und es geht auch gleich weiter mit einem sehr kurzen 13. Abschnitt. Ohne Titel. Der Rabe ist nicht mehr allein. Seitdem der Hagere durch die Ruinen streicht und hier und dort durch zerbrochene Fenster blickt, alte, knarrende Türen öffnet, wo noch welche sind, Pappwände beiseite tritt und Wasserschäden begutachtet, dort, wo das Dach undicht ist, wo brennende Löcher in das Dachgebälk gefressen haben und der Regen und die Fledermäuse eingedrungen waren. Die anderen sind geblieben und erfüllen das Gemäuer mit ihrem Gekrächze, ihrem lauten Gezänk und ihren Sturzflügen vom Turm. Er wird Teil dieser Gruppe. Keiner stört sich an ihm, er kann bleiben. Nicht so der Falke, er wird vertrieben. Mit lautem Gekrächz, fast Geschrei, Gejohle, werden sich 10 von ihnen auf ihn stürzen. Er soll gehen. Der Hagere kommt und geht. Er steigt wieder in sein Auto, verschwindet wochenlang und kommt dann wieder. Er räumt auf, sucht Sachen in den maroden Räumen zusammen und schichtet sie auf, wühlt im Unrat, im Vergessenen und in den Trümmern. So, das war's auch schon für heute. Ich habe ja gesagt, wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kurzes Video. Aber das nächste wird wieder richtig lang. Genau, und ich hoffe, ihr guckt euch dann den 14. Abschnitt auch an. Tschüss!